Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Charon Setan Chronicles, zurück im Dämmerwald. So, ich muss jetzt gerade überlegen, was wir gestern so gemacht haben. Wir haben uns hier natürlich durch den Wald geklopft, soweit ist mir das klar. Ich brauche definitiv neue Feuersplitter. Ich brauche generell, glaube ich, ein bisschen neues Zeug. Habe ich die Steintafel eigentlich jemals gelesen? Ah, okay, die kann man auch nicht lesen. Okay. So viel dazu. Ja, wir brauchen definitiv neue Feuersplitter. Da weiß ich noch, die sind mir nämlich ausgegangen. So gut wie. Das wäre ein bisschen viel. Aber ich kann ja auch noch ein bisschen Zeug verkaufen. Eieieiei. Lichtring, Lichtschaden wird halbiert. Kommen wir irgendwie auf Lichtgegner? Ich weiß es nicht. Ich behalte ihn mal. Wegen des Treffers haue ich jetzt einfach mal weg. Das Stahlschwert haue ich weg. Kaltblutschäde. Der Schäde eines enormen Kaltblutes. Gift der Fangzähne wird für... War das jetzt eins von den normalen Viechern hier? Glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Es bringt so viel Geld. Deswegen bin ich mir gerade sehr unsicher. Purpurner Pilz. Also was ich weiß... Was ich verkaufen kann, ist, glaube ich, den klaren Glipper, Riesenstachel, die Chitinpanzer, Spinnenbeine, Ledermausflügel, der Wurzel, bin ich mir nicht so sicher. Ja, komm, hau weg den Scheiß. Brunner Pilz. Ja. Okay. Also. Generell würde ich jetzt heute erstmal sagen, werden wir ein bisschen Zeit mit Leveln verbringen. Yay, Leveln, whoop. Ja, aber das brauchen wir einfach. Ich finde, wir sind einfach noch zu schwach. Ich fühle mich einfach aktuell im Spiel noch zu schwach. Deswegen werden wir definitiv ein paar Mobs verprügeln. Oh, ich habe keine neuen Sugarcane geholt. Das ist natürlich unklug, aber wofür habe ich denn die Feuersplitter gekauft? Ey, jetzt weiß ich immerhin, ob hier nicht drauf muss. Ja gut, Sai kann das nicht treffen, der ist da ja immun. Glotzerkelch. Oh. Er ist empfindlich gegen physisch und dann mache ich nur so wenig Schaden. Willst du mich verarschen? Was hat denn der noch für eine Schwäche? Wahrscheinlich Magie. Alter, jetzt mach doch mal einen chilligen hier. Meine Fresse. Kann doch nicht wahr sein. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Deswegen, ich fühle mich einfach zu schwach. Ja, okay, und Fernkampf. Beziehungsweise Fluggeschosse, Wurfwaffen, wie auch immer. Aber da habe ich ja was da. Passt. Wunde. Alter, hört mal auf, so einen Schaden zu machen. Ja, ekelhaft. Durch Wunder hat er auch noch reduzierte Heilung. Komm, schmeiß mal ein Heilpuder rein. Was? Was? Alter, was soll der Scheiß denn? Kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt mal ohne Flachs, also man kann es auch übertreiben hier. Ich muss definitiv mehr trainieren. Aber man fühlt sich dann auch nebenher irgendwie so ein bisschen bescheuert, als ob man irgendwas einfach falsch macht. Aber eigentlich mache ich ja nichts falsch, glaube ich zumindest.
Außer, dass ich vielleicht hätte mehr Gegner auf dem Weg mitnehmen müssen. Oh. Dasselbe nochmal. Nee, 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 nee. So, schön Angriff. Du kannst jetzt auch mal drauf klatschen. So, Combo hinterher. Sache erledigt. Alter. Dann geben die gar nicht mal so viel EP gefühlt. Also hier habe ich ganz schön zu tun. Ey, irgendwas muss ich grundlegend falsch gemacht haben. Ja, vielleicht auch nicht. Ich meine, vielleicht stelle ich es mir auch zu einfach vor. Und ich sag mal, es ist auch wirklich so... Der Stil des Spiels, dass man da halt ein bisschen knackigere Kämpfe hat, was ich ja nicht schlecht finde. Warum bin ich jetzt hierher gegangen? Eigentlich wollte ich nach Mikael. Ich wollte mich nochmal in den Shops umsehen. Hallöchen. Krafttränke gibt es halt leider nicht. Ich meine, macht jetzt auch nicht den riesen Unterschied. Hier bin ich eigentlich soweit. Lattenkraut kann ich mal noch welche mitnehmen, sicherheitshalber. Dass ich einfach von allem ein bisschen was da habe. Dann gucken. Was gab's denn hier noch zu erlernen? Gut, könnte ich jetzt in Diebesböe. Magische Finte, die Gegner bestiehlt. Das ist ja witzig. Fremde Energien hätte ich sogar, aber mir fehlt ein Odem der Lüfte. Ah ne, mir fehlt auch eine fremde Energie. Ja, okay. Stille Shuriken. Stille Shuriken habe ich ja beide gelernt, ne? Dämonenhauch. Opfer der Wehr. Ja, okay. Elementarsteine könnte man hier kaufen. Genau, Eissplitter, Erdsplitter, Windsplitter. Dann gibt es ja noch Objektfusion. Feuerstein, Eisstein, Donnerstein, Wasserstein, Windstein, Erdstein. Moment, wollte ich gar nicht. Okay, ich will nur sicher gehen, dass ich auch nichts liegen gelassen habe oder irgendwie. Was hast du noch so für mich? Terraschild. Verursacht Stumm, senkt gegnerische Agilität. Und Stalagmit, magischer Angriff mit Element Erde. Gut, kann ich aktuell nicht gebrauchen. Tatsächlich, deswegen. Hier sind wir ja soweit auch ausgerüstet. Habe ich alles mitgenommen, was wir gebrauchen könnten. Wurfsterne nehme ich nochmal mit. Ja, ne? Alles nicht so einfach. Ah, da muss ich mich halt durchboxen. Ich kann auch noch mal gucken. Aufgaben. Die Jagd, das haben wir ja gesehen, das können wir vergessen. Materialien. Ah, guck mal. Könnten wir sogar direkt abgeben. Haben wir schon mal ein bisschen EP mehr. Und da brauche ich halt Feuerstein. Erdstein, Windstein habe ich sogar. Muss ich mir nur ein paar Feuersplitter kaufen und Objektfusionen machen. Ja, dann machen wir das doch. Ich meine, das ist alles EP, ne? Kann ich alles gebrauchen. So, sehr schön. Ihr scheint die Objekte für das erste Gesuch aus BKL dabei zu haben. Diese Materialien werden sicherlich aushelfen. $1,450.
Beide 50 EP und beide 25 AP. Gut, so. Wie viele Steine braucht man für eine Fusion? 2, oder? Beziehungsweise Splitter. Kurz überprüfen. Ne, 3 sogar. Einen habe ich. 2, 6, 9. Minus 1. Sind 8. Okay. Ich brauche ja nur Feuersteine, ne? Den Rest habe ich ja. Genau. 3 Feuersteine, also 8 Splitter. Ah ne, 1 Feuerstein habe ich sogar. Achso, ja klar. Ne, klar. 3, 6, 9, Minus 1. Noch. Ja, alles gut. Alles gut. Na warte, wie viele Feuersplitter habe ich? Ich verwirre mich gerade selbst. Einer. Okay, alles gut. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Dämmerwald. 8 Splitterchen bitte. Dup, 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 dup. So. Objektfusion. Feuerstein, Feuerstein, Feuerstein. So, dann einmal zur Abgabe. Jawohl. Zen, 60 EP für beide und nochmal 30 AP. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aktionen, kann ich irgendwas verbessern? Wahrscheinlich nicht, dafür brauche ich 800. Ja, Terra-Klinge könnte ich, Terra-Klinge bringt mir aktuell aber nicht so viel. Dafür brauche ich 960. Vielleicht sollte ich generell einfach mal wieder mehr auch in die Schildhaltung gehen. Kann ich ja die Aura des Ordens mal ein bisschen hochstufen. Und bei ihr... Ich würde sagen, bei ihr warte ich. Das bringt mir schon... Reduziert primären Statuswert um diverse Prozent. Ja, erstmal. Alles gut. Dann... werde ich mal wieder ein paar Mobs klatschen und... dabei auch mal Sai ein bisschen in der Schildhaltung lassen. Und schauen, wie es damit funktioniert. Ich hätte sie heilen sollen. Bin jetzt einfach mal so frech und benutze den Stein hier. Und dann geht's weiter. Muss euch noch klatschen. Wir leveln. Wir vorwärts kommen. Ach, du bist jetzt noch verblasst, weil ich gerade vor dir geflohen bin. So. Also. Erstmal. Ja gut, hier kann ich ja schön bei denen, ne, meinen Sturmschnitt einsetzen. Das hilft ja. Und dann eben Schutz. Aura des Ordens. Das funktioniert jetzt wieder super. Schild, Schildschlag. Aber trotzdem geht, weißt du, da kann Sai nicht einfach spotten wie in einem MMO? Inventar. Kraftwasser. Zack. Einmal geschlückt. So. Hier. Genau, ihr seid die böse Truppe. So, da fackel ich auch gar nicht lange rum.
beruhigen hier. So, sie ist nochmal dran. Dann gleich mal vier weg. Ja gut, da kann er auch angreifen. Genau. Wir kommen vorwärts. So, hatte ich hier eigentlich noch irgendwas übersehen? Ne, ich hatte hier das Element mitgeholt und da unten kam ich ja nicht weiter, weil, ne, blöd rumprobieren mit Elementen ist da ein bisschen gefährlich. Aber gut. Hallo! Ja, ja, probier's nur. Probier's nur, Motherfucker. Komm, stille Hagel. Hat's einen gleich weggehauen. Ja, Angriffsbefehl auf sie, ist klar. So. Angreifen. Ach komm, jetzt reicht das nicht. Jetzt reicht das nicht. Aber er hat verfehlt. Also von dem her. Kurz vor Level Up. Und das Mara. Windstein, Erdsplitter, Donnersplitter. Das ist halt geil. Also sammelst dir hier durchaus ein paar Sachen an. Kraftwasser. Zauberwasser. Noch ein Kraftwasser. Und in die nächste Schlacht. Ja, bei denen kann man mal schön alles drauf. So, und das ist so eine Truppe, da sollte ich jetzt eben die Schildhaltung verwenden. Schutz. So, und bei ihr fackel ich jetzt gar nicht lange rum, hier mich irgendwie mit Gift rumzuschlagen. Alter. Das Schaden. Ne. Ha. Das ist schön. So, und jetzt kann ich ja Puls und Kraftimpuls, und es geht dann auf alle Gegner. Und das ist sehr gut verlaufen. Ja, komm jetzt. Hier. Halt mal schön dein Maul, ja? Ah. So. Stufe. Achso, sie ist Level abgekommen. Gut. Kann ich bei ihr was Neues lernen? Ich kann den Mondschnitt nochmal erhöhen. Ich kann den Sturmschnitt noch nicht erhöhen. Wäre jetzt auch, glaube ich, noch nicht so klug. Machen wir mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Punkte echt zu weit gefächert verteile. Und dadurch quasi andere Zauber eigentlich schon auf einer höheren Stufe sein könnten. Mach mal das.
Das ist schön. Kümmer du dich mal um die Ranke. War ja klar. Ach komm. Ey Leute. Ernsthaft. Ich find's nicht mehr witzig. Kann man dem Fokus irgendwie entgegenwirken? Das wäre für mich auch mal interessant. Nee, nee, nee. Ach komm, Gott sei Dank. Was macht ihr eigentlich mit dem Buff? Wird dir leider nicht angezeigt. Warum kannst du nicht einfach sterben? Dankeschön. Reicht noch nicht für Level ab. So, hier in dem Bereich waren wir tatsächlich noch gar nicht. Hallöchen. Was haben wir hier hin? Oh. Kraftsirup. So schön. Einfach mal schieben. Ich weiß zwar nicht wohin. Aber irgendwie wird es schon passen. Ist das da? Bin mir gerade nicht sicher. Eine Maginus. Ah ja. Uff, uff, uff. Sind das mehrere? Ja, wenn Spaß, dann richtig, ne? Lalalalalala. Und runter damit. Kann ich natürlich nicht so schieben. Friss Feuer! So, brauche ich noch eine zweite Laterne. Zweite Laterne, zweite Säule. Lampe, wie auch immer. Die wird wahrscheinlich hier oben irgendwo stehen. Ah ja, klar. So, und dann so. Einmal runterziehen und rüber. Ah, okay. Hat nicht ganz gepasst. Gut, dann will ich noch die Truhe da oben mitnehmen. Willensbrosche. Klingt nach einer Ausrüstung. Eine magische Brosche, die vor Schock und Paralyse schützt. Ist auch nicht schlecht. Was hatten Sie so? Schaden wird halbiert von Schatten nach.
Oh, meine Sch. So, die Pflanze will ich noch mitnehmen, die hier rumrennt. Hallo. Ui. Ich fühle mich viel zu schwach. Ich werde da noch ein paar Mal drüber heulen, aber ich fühle mich einfach zu schwach. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Geht ruhig auf ihn, da habe ich nichts gegen. Magie-Schuriken. Ach, komm schon. Komm schon. Schutz. Kraftwasser. Wurf. Voll aufs Maul. Kraftimpuls, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es reicht. Sehr gut. Hey, Level up. Es ist sehr schön, dass man bei Level up geheilt wird. Das macht mich richtig glücklich. So. Radia, du bist es also wirklich. Bleib stehen, Radia. Reiß dich zusammen, Sai. Was ist denn los? Dort vorne ist Radia. Hast du ihn denn nicht gesehen? Oh je. Na ganz toll. Noch mehr Ranken. Oh je. Ich kümmere mich erstmal um meine Verteidigung. Verfehlt finde ich schon mal gut. Kann ich noch? Nee, kann ich nicht mehr. Ich kann noch ein einzelnes. Habe ich hier noch irgendwas, was ich schmeißen kann? Eine Bombe. Na. Dann mach ein einzelnes Magie-Shuriken. Sei es standhaft. So, hau mal rein hier. Das war sehr schön. Ich muss die Schildhaltung einfach mehr benutzen. Dann lohnt sich das auch. Baue ich jetzt Tor und hoffe, dass sie zwei Angriffe überlebt. Ah, sehr gut.
Schattensplitter, Zählwurzel, Heilpuder und noch mehr Wurfsterne. Besteht denn der halbe Wald nur aus diesen Ranken? Aber was war das eben mit dir? Du hast also Radia gesehen? Ich denke schon. Aber er ist weiter in den Wald hineingeflohen. Lass uns ihm folgen. Wie du meinst. Sei, ich bin da nicht ganz so sicher, ob du wirklich das siehst, was du sehen willst. Ich glaube, dieser Wald gaukelt dir etwas vor. Okay, wir werden auch gleich zum weiteren Teil des Waldes kommen. Hatte ich jetzt eigentlich vor? Ach ja, neue Wurfsterne. Feuersplitter und Wurfsterne werden mal nicht schlecht. So. Feuersplitter, Elfe, Wurfsterne, 20. Passt. Und wieder den Weg nach unten. Aber haben uns ja gerade die Abkürzung hier geschaffen. Speichern. So, was lauert denn hier? Hier kann man hüpfen. Das finde ich schon mal schön. Das sieht nach einem Geheimnis aus. Ah, okay. Weil man hier nicht über die Brücke kann. Dreimal Heilpuder. Das finde ich cool. Lebenssirup. Finde ich auch nicht schlecht. Elixier. Also hier wird mal reich beschenkt. So, jetzt möchte ich aber noch mal kurz zurückschauen. Oh, das war falsch. Kann man hier machen? Kann man hier was machen? Nee. Ah, okay. Hier ist definitiv gar nichts weiter. Dann, ja. Training! Ach, scheiße. Nee, 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 nee. Moment. So, jetzt nochmal. Warten, bis er wieder da ist. Hi! Einer weg. Ja, ja, jetzt aber. So, Kraftimpuls. Aha, ist immun. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich wollte gerade sagen, hier war doch auch noch was. Auch wenn ich euch echt nicht leiden kann. Ich mache erstmal den hier. Ist mir gerade einfach sicherer. Aura des Ordens. Magiehagel. Ja, ja, heil sie nur. Ach komm,
Magie Shuriken. Verfall funktioniert nur, wenn man Statuseffekt auf sich hat, kann das sein? Wäre zumindest gerade so meine Beobachtung. Naja, nicht ganz. Aber fast. Machen wir nochmal den hier. Und Ende Gelände. Anstrengend ist es ja schon. Oh Gott. Es ist soweit. Jetzt kommt wohl der Boss. Schauen wir mal, wie gut wir sind. Endlich habe ich dich gefunden. Nimm es mir nicht übel, aber ich muss dich in Gewahrsam nehmen. Radia? Was? Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Ah, ich verstehe das einfach nicht. Radia war doch gerade hier und jetzt. Da war aber niemand, Sai. Lass uns erstmal eine Pause machen, bis du dich wieder beruhigt hast. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen weiter. Dann nehmen wir uns die Zeit, verdammt. Wenn du zusammenbrichst, bist du niemandem eine Hilfe. Je länger wir in diesem Wald sind, umso verrückter wird das mit dir. Willst du etwa nicht, dass wir Radia finden? Ich will den Kerl finden, der Obscurus in dieser Region freisetzt. Nicht die Trugbilder, die dir durch den Kopf spuken. Was ist das eigentlich für eine Pflanze? Hey, was soll das werden? Die Pflanze, sie muss mich gerufen haben. Wie bitte? Es ist schwer zu erklären, aber es fühlt sich irgendwie vertraut an, wenn ich jetzt so vor ihr stehe. Du meinst, du hast sie schon mal gesehen? Mutter, was ist das denn? Ist das ein Samen? Das ist ein Glücksbringer unserer Familie. Er wird dich vor allen Gefahren beschützen, solange du ihn bei dir trägst. Ich werde gut auf ihn aufpassen, versprochen. Ich glaube nicht. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los. Also dieser Wald bekommt ihr echt nicht. Oh oh. Verdammt! Bei den Göttern, das ist eine Todesorchidee. Was zum großen Abgrund ist eine Todesorchidee? Ein Parasit der Pflanzen und Tiere befällt und sie dann kontrolliert. Deshalb ist der Wald so gefährlich geworden. Und dieses Vieh ist dann wohl auch der Ursprung all dieser großlecken Ranken. Das wird wohl so sein. Schwachpunkt. Magie. Die Orchidee. Sie kann sich regenerieren? Das ist nicht gut. Nein, ich wollte nicht warten. Ich wollte ein Objekt verwenden. Gegengift. Aua. Schon wieder. Verflucht, das wird so nix. Dieses Viech ist verdammt zäh. Das kann doch nicht das Ende sein. Boom. Seid ihr unverletzt? Wer bist du denn? Mein Name ist Sid. Ich stehe auf eurer Seite. Diese Waffe in deinen Händen. Du bist ein Technoid, richtig? Korrekt. Ich beobachte schon seit ein paar Tagen die krankhaften Veränderungen im Wald und bin zur Erkenntnis... Später!
Hilf uns erstmal, die Orchidee zu vernichten. Bitte hört mir zu. Dieses Monster entzieht dem gesamten Wald die Lebenskraft, um sich so schnell regenerieren zu können. Das haben wir auch schon gemerkt. Das mag ja sein, aber anscheinend habt ihr die Schwachstelle noch nicht entdeckt. Ich hingegen schon. Dann erklär es uns auch rasch. Ich konnte mit Hilfe meiner Geräte eine enorme Energieansammlung unterhalb der Orchidee messen. Ich vermute, dass sich etwas unter dem Wurzeln befindet, das die Energien bündeln und die Regeneration auslösen kann. Das ist immerhin schon mal ein Anhaltspunkt. Dann kümmern wir uns mal besser um dieses Unkraut. Sitz! Kampfstil. Mit dem Einsatz seiner Aktion kann Sid den Feind aus sicherer Distanz bekämpfen. Sid kann ohne Magie seine MP nur wiederherstellen, indem er seine Munition per Aktion nachlädt. Sids offensive Aktionen können neben MP auch Objekte als Kosten erfordern. Okay, so wie dazu. Ich weiß jetzt schon, um wen ich mich als erstes kümmere. So, und er ist halt super, weil er kann schützen. Also erstmal Schuss. Gezielter Schuss. Nachbrenner. Machen wir mal einen gezielten Schuss. Naja, das ist jetzt nicht so effektiv gewesen. Oh. Uncool. Aua. Nee, du hältst dich nicht. Auch wenn es vielleicht nicht ganz klug ist, aber ich probiere erstmal das Vieh wegzukriegen. So, jetzt auf alle, weil es eh stirbt. Schuss, Nachbrenner. Nicht, wie, achso, scheiße, ist blind. Aha. Dumm. So, du säufst jetzt erstmal was. Du brauchst auch dringend ein Schattenkraut. Zum Glück habe ich die noch gekauft, ey. Aua. Guck mal, ob du den mit dem Schildschlag töten kannst. Ja. Objekt, Kraftwasser. So, jetzt Granate. Nee. Barriere, Drohne? Erweitert Schutzfelder auf Gruppe und verstärkt sie um 10%. Witzig. Munition, nachladen. So, was haben wir da jetzt? Todesorchidee, Wurzeln. Brauche ich da jetzt Mara? Mara? Machen wir bitte Schwachpunkt hier. Ah ja. Da haben wir ja schon unser Problem. Banade! Okay, war jetzt nicht so wirkungsvoll. Ey, was soll das denn? Ja gut, das hat jetzt die Orchidee geheilt, aber höchstwahrscheinlich nicht die Wurzel.
Ja, übertreib's, mein Freund. Kannst du ihm was geben? Ja, ein Gegengift halt. Antitoxin habe ich keins da. Ah, Allheilmittel. So, was kannst du jetzt noch? Du kannst immer noch Nachbrenner. Ah, brennt. Sehr schön. Das gefällt mir. Mara, du benutzt mal bitte ein Heilpuder. Ich glaube, das Ding geht langsam mal kaputt. Es ist ganz schön zäh. Wurf. Nee, warte mal. Mach mal deinen Sturmschnitt. Das wirkt nämlich auch ganz gut. So, Zai hat's verfehlt. Ah, sehr schön. Wir können es kaputt machen. Wir können es kaputt machen. Mara soll gleich mal gucken, was eine Schwachstelle ist. Feuer auf jeden Fall schon mal. Na gut, dann reicht mir das eigentlich auch schon. Brauchst du nicht mehr rausfinden, weil dann kann Mara einfach Feuersplitter verwenden. Und gegen Magie ist er auch schwach, also Kraftimpuls. Ja, das haben wir gewonnen. Da bin ich mir sicher. Echt, muss das sein? Meh. Ja, warte. Mach erstmal das Vieh kaputt. Ihr nehmt mal Gegengifte. Du genauso. So, da muss ein neuer Nachbrenner drauf. Okay. Mara, bitte mal heil Staub. Wir gehen jetzt nur noch auf das Große. Das Kleine dürfte mich jetzt nicht mehr jucken. Okay. Nicht sonderlich effektiv. Warum nehme ich nicht Feuersplitter? Ja, ich mag's spannend. Aber hat sich erledigt. Wir haben gewonnen.
Orchideenblüte, Odem der Lüfte, Memoriastein, Mega-Elixier, fremde Energie, Zähwurzel, Heilpuder, Erdsplitter, Windsplitter, Odem des Todes. Und noch mehr. Was zum... Es will einfach nicht sterben. Das haben wir gleich. Jetzt sollte sich der Wald wieder erholen können. Ich danke dir für deine Hilfe. Aber was führt dich hierher? Kommst du etwa aus Banku? Gewissermaßen. Ich war lediglich in dieser Gegend unterwegs, als ich vom Zustand des Waldes erfuhr. Dieses Monster muss wohl vor wenigen Tagen urplötzlich aufgetaucht sein. Aber ich schätze, als Ordensritter werdet ihr mir dazu nichts verraten wollen. Tut mir leid, aber das ist eine Angelegenheit des Ordens. Wenn es um Obscurus geht, dann geht das jeden etwas an. Wir haben doch alle gesehen, dass diese Orchidee auch was davon in sich getragen hat. Obscurus? Wovon sprecht ihr? Nicht wichtig. Was ist mit ihm? Das weiß ich nicht, aber er war schon angeschlagen, als wir über die Orchidee gestolpert sind. Ich verstehe. Dann ergeht es ihm wie den Tieren in diesem Wald. Anscheinend reichte schon die Nähe zu den Ranken der Orchidee aus, damit sie ihre Lebenskraft stehlen konnte. Ich wusste nur nicht, dass auch Menschen davon betroffen sein könnten. Und ihr selbst zeigt keine Symptome? Faszinierend. Ich bin wohl einfach schon viel herumgekommen und deswegen etwas abgehärtet. Aber du scheinst dich ja damit sehr gut auszukennen. Kannst du Sai heilen? Ich bin zuversichtlich, dass ich mit Hilfe meiner Maschinen eine Lösung finden kann. Allerdings werdet ihr mir dabei wohl etwas zur Hand gehen müssen. Was muss ich tun? So, das war eine sehr spannende Folge. Und ich denke mal von der Länge mehr als ausreichend. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Sharon Zetan Chronicles. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Daniel. Adios.